Willkommen zurück zu Anno 1800 in der zweiten Staffel. Im letzten Part haben wir endlich unsere Expedition begonnen. In Land der Löwen und auf zur Nordwestpassage. Ich möchte jetzt unbedingt, dass wir diese beiden nächsten Regionen freischalten. Ansonsten werden wir hier hauptsächlich, glaube ich, auch die Schiffe weiterbauen, die uns ja hier fehlen. Da wir im letzten Video ein bisschen versagt haben. Das ist ja ein bisschen außer Kontrolle geraten. Erster Seelord. Was heißt denn das? Haben wir eine bestimmte Anzahl von Schiffen gebaut oder was? Ich denke mal, dass das bedeutet. So. Sie haben ins Land der Löwen gewonnen. Wollen wir natürlich. So heißt ja auch unser Spielstand. Dann fangen wir mal an, ne? Okay, belebten Hafen an der Nordküste an, während der Großteil der Mannschaft die Vorräte auffüllt und den Schaden repariert, den das Schiff durch den Sturm erlitten hat, machen sich einige auf, um den örtlichen Suche zu erkunden. Die verschlungenen Straßen, geschmückt in einer wilden Farbenpracht, denen schwindelerregenden, betönenden Düfte entströmen, verwirren ihre Seeleute so sehr, dass sie sich im Gewirr der Durchgänge verlieren. Einige armselig verkleidete junge Männer, die ihre Not erkennen, sie verscheuchen auf ihren Mannschaft vertrauen. Ja, die kennen sie ja eigentlich nicht, ne? Dann wäre ich da schon ein bisschen vorsichtig. Dann bist du wieder mein Schatten, das ist ein Gewehr, das auf der Straße wieder. Für ein besonders grinsender Händler geht auf den Fuß. Nee. Wechseln. Kann ich fortsetzen? Tja, kann man nichts machen, ne? Ins Krokodildelta. Zum uralten Labyrinth. Nämlich das so zusätzlich Rationen bereitstellen und weiter geht's. Und nächster. Jetzt Haken und Intermesser. Ein arktisches Willkommen an der Schicht im Meerenge. Bis zum Meer kommt ein Mensch, umgehen, das Eis ist messen, auch zu laufen. Ja, Glück. Ja, probieren wir das. Wow, funktioniert. Ja, supi. Wie viele sind noch am Leben? So, und weiter geht's. So. Spul mal ein bisschen vor, weil wir nicht so viel machen können. Alte Welt. Man muss aber auch sagen, wir haben nicht besonders viel viele Inseln so, ne? So viel haben wir wirklich nicht, muss ich sagen. Also bin echt am überlegen, ob wir noch eine weitere Stadt bauen, einfach um noch mehr Einfluss und so zu bekommen. Schiff vom Stapel gelaufen. Vielleicht die hier unten, so die übernehmen. Oh, der ist aber stark gewacht, ne? Stapel gelaufen. Oh, viele Schiffe, ey. Schon nicht einfach. Schiff vom Stapel gelaufen. Cap Chelone. Wir zählen einfach mal nach, wie viele. Der Teufel fordert Blau hat hier nur zwei Inseln.
hier 4 Inseln. Vielleicht wäre blau dann die Möglichkeit, ne? Das ist nicht einfach nur Aberglaube. Grabräuber. Leine suchen nach der Saal im Wurm und verlorenen Totenstadt. Sah schon beinahe aufwürdig. Während sie vom Rücken ihres Kamels aus in den goldenen Schimmer der Abenddämmerung blicken. Irgendwo da draußen in diesem Ödland hinter den gigantischen Säulen aus Basalt könnte der Schatz der alten Könige liegen und dessen größter Preis die Totenwache des Hor. Eine Statue, die den Legenden zufolge aus reinem Gold Legenden zufolge aus reinem Gold besteht und mit zahlreichen Edelsteinen besetzt ist. Sie machen Rast in einer geschwollenen Stadt. Rast ein. Boah, ich habe heute schon zu viel gelesen, ne? Stadt, die am Flussdelta nahe des angeblichen Ortes der Gräber liegt. Eine junge Frau mit gebildeten Auftreten winkt sie zu sich, als sie sich in der Nationalmuseum über den Weg laufen. Das gefunden, sagte sie, das ist jetzt kein Einwilligen, ob der Hoffnung auf einen Schritt. So, versuchen wir es mal, ne? Kommt zu übersehen, zieht sie dazu, sie betten sie in ihrer Unterstützung mit ihrer Absicht, dadurch die Frauen noch mehr fest an die Brust gedrückt und Furcht in den Augen schlüpft sie zwischen dicke Vorhänge und ruft um Hilfe, als sie zwischen bunten Stoffen verschwindet. Können werden sie von ihren breitschulterigen, bedrohlichen Leuten. Moment, oh je. Ich bin ja immer so ein guter Mensch, ne? Was wollte er bleichen? Zum Museum bereits gesehen, flink schon sie durch die Menschenmenge auf den Weg. Wir müssen noch alles nach ihnen dort eintreffen. Ja, dann bedeutet die Lage mit dieser Ansicht mehr. Schwierig, oh, Belohnung entdeckt. Oh. Oh, schwierig, ey. Oh nein. Ah, toll. Nimm mal mächtig in die Hose. So. Schon das andere wieder. Mein Gott. So, allein deswegen werde ich wahrscheinlich den ganzen Part damit zu tun haben. Nach Spuren suchen. Religion suchen. Ach, das war's schon. Okay. Das war's jetzt. Dachte, da kommt jetzt noch mehr, aber wohl diesmal ganz kurz. Jeder Fortschritt fordert seinen Tribut.
Mehr Krankenhaus? Ja, aber nur eins. Okay, dann müssen wir hier noch ein weiteres bauen. Wir wären dann soweit. Ich muss gleich erstmal ein paar Videos schneiden, glaube ich. Hochladen. Ich muss das wieder ein bisschen sortieren. Ich habe im letzten Video, glaube ich, schon gesagt, ne? Oder war das in diesem Video? Wir schlingern ins Ungewisse. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen Urlaub für mich nehmen. Ich bin total durcheinander, vor allem heute. Schon wieder? Das geht ja schnell hier. Bemannt die Geschütze. Nein. Das Wrack auf Hinweise untersuchen. Schiff vom Stapel gelaufen. Hm. 50%, das hört sich schon mal ganz gut an. Ja, natürlich. Hallo? Oh, das war gut. Ihr Hafen wird angegriffen. Sehr schön. Zur heiligen Stadt in die Savanne. Okay, lieber die Natur so ein bisschen, ne? Funktion bereitstellen. Nein, schon wieder. Alles bereit zur Jagd. Trotz der Kälte und der Schiffe weiterlaufen. Nee, kommt. Haltet durch, seid tapfer. Stapfen durch das kurze Halbe. Stapfen durch die kurze halbe Stunde der Dunkelheit in den arktischen Sommer. Ihr normalerweise mit Schlafen verbringen und halten ein zügiges Tempo, was auch immer ihnen gefolgt ist, mittlerweile aufgegeben, als sie nach oben schauen, während sie zurückgehen. Ich kann sie nur warten. Sehr schön. Und nächste. Wohnhäuser stehen nach der Epidemie leer. Die Insel ist echt toll. Ja, ist die meisten groß, sehen ne? sich doch eh nur die Bilder an. Ach, ich bin schon so gespannt, wenn wir hier die Gegner platt gemacht haben, wie ich das alles bauen werde. Ich hatte da schon so ein paar Pläne. Aber es zieht sich halt alles noch, ne? Wir müssen ja erstmal eine große Flotte haben. Ausgebrochen. Bevor wir da wirklich was unter gegen den ausrichten können, gegen die Gegner. Vor allem wird das viel Geld kosten, das weiß ich jetzt schon. Das wird echt teuer. So. Bereit für den Einsatz. Das Schiff denn hier? Krank. Der Teufel fordert sein Tribut. 12, 13, 14, 15, 16. Schon wieder. Einige Kreaturen folgen uns. Sind überrascht beim Besuch von Fremden, aber nicht aggressiv. Sie bereiten eine Mahlzeit für die Mannschaft zu und versammeln sich um ein Feuer, während sie Schilderungen von den Zusammentreffen mit den Bären plauschen. Nachdem sie sich eine Weile unterhalten und kennengelernt haben, fragen die Besatzungsmitglieder nach der verschollenen Expedition. Sie versuchen, die Männer, ihre Kleidung und die Schiffe zu beschreiben. Die Inuit besprechen sich untereinander und einer von ihnen zeigt ihren Gegenstände, die aussehen, als hätten sie sie verloren. Oh nee, ich will aber nicht alles, komm. So. Handel wurde angenommen. Ja. Drehen Sie bei, bevor es zu spät ist. Da draußen Land sind der wilde Löwen. Bestien. Stecken sich vor ihnen.
Langes, angeblichenes Gras glitzert vom Regen der letzten Nacht und ein paar Bäume spenden Schatten vor der jetzt schon warmen, orangenfarbenen Sonne. Verborgen im dichten und hohen Gras erwachen an diesem Morgen zahllose Kreaturen und kommunizieren vergnügt, während die Savanne sich mit Leben füllt. Etwa eine Meile entfernt liegt ein Talsenke mit einem vegetationsreichen Wasserloch, an dem sich viele fremdartige Tiere versammeln, vor der Hitze des Tages sich über das Land legt. Monumentale Felsen ragen hoch über die Ebene hinaus, sicherlich bieten sich königliche Aussichten, um die Sonne umzutreiben. Elfenmännchen erschießen. Oh! Wir müssen Kletterer finden, um die Beseile mehr schnell auf einen Herbehalten. Aber ich ziehe den höchsten Vorsprung und Fläche. Bis zur Sprungbrett geglättet wurde. Tene erstreckt sich unendlich wildnis staubig und gepeitschte. In der Ferne ziehen dicke Regenwolken, worüber wir von dunkle Schatten. Stört durch den Nummer schreiten seltsame also Tiere in der Ferne. Rollen ertönen plötzlich hinter ihnen und als sie sich umdrehen, sehen sie sich Löwen über dieser Mannschaft mit gefletschten Zähnen nähern. Sie sind in das Revier des Ruhemittels eingedrungen. Oh, was sollen wir jetzt da machen? Die Bestie mit lauten Geräuschen und Gesten einschüchtern und sie mit Essen ablenken. Muss man überlegen. Also Essen ablenken, eigentlich hilft das nicht, oder? Also Löwen, die jagen gerne, die sind, ne, die so einfach füttern kann man die ja eigentlich nicht, ne. Geräusche, ich weiß auch nicht, aber ich hätte da jetzt keine Angst jetzt, wenn ich ein Löwe wäre. Ich würde sagen, eher denken, ja, ich mache sie lieber jetzt schon alle, bevor sie mir noch weit länger auf den Sack gehen. Familien erschießen auch, das tut mir aber so leid. Ob das was bringt, wenn das mehrere sind? Man weiß auch nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, ne? Alpha-Männchen erschießen. Vielleicht werden sie auch dadurch noch wütender, ne? Ach komm. Gesegnete Rehe, alle bewaffneten Männer legte er sein Gewehr an und zieht konzentriert auf ein besonders großes Männchen, während die Rest ihrer Mannschaft versucht, so wie möglich zu bleiben. Schalte auch einen bedeutenden Tunnel und fällt zurück und lässt sie eben mit darunter bedrohlich erzittern. Statt durch das Donnern des Gewehrs und fällt sie nicht an. Oh, es hat funktioniert, ey, ich glaub's nicht. So, nächster. Ich hoffe ja eigentlich, dass wir es bald geschafft haben. Hier ist noch eins. Und hier auch noch eins. Jetzt haben wir schon Minus. Warum haben wir auf dieser Insel Minus? Wie kann das sein? Vielleicht mehr hier aufsteigen lassen, ne? Schon besser. Ach, jetzt haben wir von denen zu weniger. Scheiße. Habe ich jetzt nicht bedacht, ne? Unaussprechliche Schrecken erwarten uns. Die Expedition verlangt nach ihrer Aufmerksamkeit. Ja, die Bewohner hier auch, ne? Unserer Stadt. Wieder beide? Ach du meine Güte, hatten wir hier was Seien zu tun? Sie unser Leitstern. Weg durch meine Illusionen nach dem Felsenschirm, um ein bisschen Überblick zu gewinnen. Schwierig. Ach, ich nehme doch die goldene Mitte. Oh.
Oh, nein, wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Oh, wie knapp, nur 8% hatten wir. Wir können nicht erwarten, sie gleich zu finden. Dies ist eine riesige Wildnis. Es ist 2 Jahre her. Und die Admiralität sagt, sie hätte alles versucht. Aber die haben ja auch keinen Ehemann verloren. Noch ist ihnen in den Sinn gekommen, den King William Sund abzusuchen. Da! Ein Lager! Verlassen. Aber das haben wir schon erwartet, nicht wahr? Mein John hat einen schönen Platz ausgesucht. Vielleicht gibt es Hinweise, wo sie hingegangen sind. Ich hatte ihnen Belohnungen versprochen. Hier, dafür, dass sie Johns Lager gefunden haben. Oh, danke schön. Johns Lager soll uns dienlich sein. So Leute, das haben wir schon mal geschafft, ne? Die Arktis haben wir. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie sie. Und zu zertrümmern. Ich werde angetroffen. Oh. Alter, was wollen die denn? Nee, dann geht das nicht. Dann geht das nicht, Leute. Die Leute gehen hier auf die Barrikaden. Wow. Yanni Hoiketema, darf ich euch meinen Wohltäter vorstellen? Einen angesehenen Stadtplaner aus dem fernen Norden. Diese edlen Herzen sind immerhin ein besser Willkommen. Sie haben also gehört, dass ich neue Talente wie Sie suche, um unsere neue Hauptstadt zu vergrößern. Unser Zusammentreffen war ein reiner Glücksfall, mein Kaiser. Dann hat der Herr ein Lächeln für Sie auf den Lippen. Uns bietet sich die Gelegenheit, Teil einer Geschichte zu werden, die uns alle überdauert. Bisher habe ich diese unfruchtbare Provinz des Kaiserreichs vernachlässigt, der Sitz der Könige der Antike. Aber aus dem Staub erwächst ein neuer Garten. Seit vielen Königen war Envesa nicht so vereint wie jetzt, auch wenn es ein zerbrechliches Erbe ist. Einige betrachten uns als gespalten, jeder denkt nur an sich. Aber sie sind blind für die größere Bedrohung. Hungrige Augen, die gen Süden auf uns gerichtet sind. Vereint und mit Stolz erwidern wir ihren Blick. So müssen sich alle erheben und ihren Anteil verteidigen, oder sie werden gefressen. Und so übertrage ich ihnen die Aufgabe Taborim, unsere neue Hauptstadt auf dieser Insel zu errichten. Möge sie wachsen, um ganz Envesa in einem Bund zu vereinen.
Binyam wird Ihnen helfen und Ihnen seinen Plan für die Kanäle zeigen. Taborim wird schon bald als Juwel des Friedens am Gürtel dieser großen Nationen glänzen. Ich möchte mit Ihnen über bedeutende Angelegenheiten sprechen, die ganz Embesa betreffen. Ich, so, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt und Erbe des Bundeszepters. Die Arktis. Bitte Sie eine Weile hier zu die neue Welt. Nee, Quatsch. Nicht die neue Welt. Land der Löwen, genau. Land der Löwen haben wir jetzt endlich. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde sagen. Schiff vom Stapel so. Gelaufen. Im nächsten Part machen wir dann hier weiter. Das Problem ist ja jetzt, Schiff dass die Stapel gelaufen. Frau sich hier alles geschnappt hat. Wobei, hier können wir natürlich schon anfangen zu bauen, ne? Weil da müssen wir ja auch bauen. Das ist unsere Aufgabe, hier zu bauen. Auf dieser Insel. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir jetzt nochmal zwei Regionen jetzt freigeschaltet haben, weil ich fand das ein bisschen blöd, dass wir die ganze Zeit auch nicht freigeschaltet hatten. Aber wir hatten ja auch noch Zeit, ne? Also von daher geht das nicht klar. Schafft. Wird keine Einfluss. Okay, Leute, das war's in diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn wir ein besser neu aufbauen. Warte mal. Warte mal. Ach, hier. Willkommen in Embesa. Und ich vorstellen. Ach, das sieht alles toll aus. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Und bis zum nächsten Mal in Anno 1800. Tschüss!